willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute möchte ich euch gerne mal daran teilhaben lassen, wie ich versuche, ein Schneeglöckchen zu malen. Und zwar geht es da wieder mal um einen kleinen Wettbewerb. Die Abgabe ist heute, das heißt, ich muss mich ein bisschen sputen. Deshalb habe ich mir schon mal ein paar Farben rausgesucht. Ich benutze dazu meinen Pop-It, den ich dann auch gleich als Muster-Pop-It in mein Präsentationsdisplay stecke. Zuerst werde ich den Pop-It anrauen. Habe ich gesehen, bin ich jetzt auf YouTube bei über 100 Abonnenten angelangt. Da danke ich euch sehr, 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 sehr dafür. Es hat mich wirklich gefreut, dass meine Videos so gut bei euch ankommen, und ich habe mir natürlich dazu auch eine Kleinigkeit überlegt. Ich werde jetzt demnächst einen kleinen Aufruf starten mit einer kleinen Verlosung als Dankeschön für meine Abonnenten. Jetzt werde ich, da es sich hier nur um den Pop-It handelt, mit meinem Einphasengel die Grundierung auftragen. Ich nehme nur eine dünne Schicht Einphasengel, wie eben die Grundierung sein muss. Als nächstes wird das ausgehärtet und dann kommen wir schon zum Auftrag vom Make-up-Gel. Bis dahin bleibt dran, ich hole euch gleich wieder zurück. Dann möchte ich mir mit meinem Make-up-Gel eine negative French ziehen. Ich benutze das Make-up-Gel von www.dernagelladen.de. Das war ein Geschenk von Melanie Rieck bei meiner ersten Bestellung. Da habe ich mich sehr darüber gefreut, zumal es eine meiner Lieblingsfarben ist, die ich verwende. So, so schaut's aus. Und jetzt nehme ich mir meine Menge Make-up-Gel. Wenn die Make-up-Schicht gut ausgehärtet ist, cleanere ich das Ganze ab und werde jetzt mit einem recht dünnen Pinsel, ich benutze dazu den hier, mir die zwei Farben auftragen. Ich möchte diesmal einen Farbverlauf machen, einmal mit Grün. Das ist das Grün von MPK Nails und ebenfalls von MPK Nails dieses Gelb, und zwar ist das das Shimmering Yellow. Das habe ich euch schon vorgestellt, und das Shimmering Green, also Shimmer Gelb und Shimmer Grün. Diese englischen Ausdrücke immer, die machen mich ganz konfus. Ja, daraus erstelle ich jetzt einen Farbverlauf. Diese zwei Farben werde ich dann auch in zwei Schichten auftragen, da sie dünn aufgetragen nicht ganz so deckend sind. Ich nehme jetzt ein bisschen von meinem Gelb und fange jetzt an, in das Grün reinzuwischen. Wie gesagt, ich mache das dann in zwei Schichten, da das nicht ganz so deckend jetzt ist.
aber schon ein leichter Verlauf entsteht. Das lasse ich jetzt kurz anhärten und trage dann die zweite Schicht auf und mache den Restfarbverlauf fertig. Der Vorteil bei diesen Farben ist, dass sie unter den CCFL-Lampen für 30 Sekunden bloß aushärten brauchen. Und lass das Ganze aushärten. So, ich denke, das kann jetzt in die Lampe. So, als nächstes mache ich mit meinem Aufbaugel den Aufbau. Als Kontaktschicht habe ich eine dünne Schicht, ein Phasengel aufgetragen. Ich benutze ein mittel- bis dickviskoses Aufbaugel, da ich für den Aufbau immer etwas länger brauche und mir so aber nichts in die Ränder laufen kann. Und so vermeide ich unschöne Liftings. Nun solltet ihr zufrieden sein, dann aushärten. Wenn euer Gel richtig ausgehärtet ist, dann ordentlich abklingen und den Aufbau befeilen. Und dann können wir auch schon loslegen mit dem Zeichnen. Ich habe mir jetzt meine Acrylfarben schon zurechtgestellt. Ich benutze ja dieses Hobby-Acryl, einmal grün, weiß und gelb. Dazu nehme ich mir immer ein bisschen auf so eine Schablonenrückseite und verdünne sie mir dementsprechend. Und wenn ich das jetzt alles getan habe, meine Pinsel vorbereitet habe, hole ich euch wieder dazu. Wie der Name schon sagt, hat das Schneeglöckchen eine Glockenform und besteht meistens aus drei so Blütenblättern. So, das war's auch schon für die Größe des Tipps. Bleibe ich bei einem Schneeglöckchen. Jetzt werde ich noch mit einem bisschen Schwarz die Erde nachzeichnen oder zumindest mal so
ein bisschen Erde andeuten. So, die kleine Schwester dazu noch. Schon ist es fertig. Das Ganze wird jetzt nur noch etwas versiegelt und dazu muss das aber erst richtig austrocknen und dann hole ich euch wieder zurück. Ich habe mich dazu entschieden, jetzt mit einem Farbgel von Nail Expert hier ein, zwei kleine Wölkchen aufzutragen, und zwar ist es dieses, Moment, Premium Pearl. Das lasse ich jetzt kurz aushärten und dann können wir schon versiegeln. Zum Versiegeln nehme ich meinen Perfect Finish Flexible, der ist von Nicole Weiss. Dieser Versiegler härtet ohne Schwitzschicht aus und ich bin damit wirklich sehr zufrieden. Das war's schon. Mehr braucht es davon nicht. Den lasse ich jetzt komplett aushärten und dann zeige ich euch auch schon das fertige Endergebnis. Dafür, dass ich im Zeichnen nur absolut eine Null bin, bin ich sehr zufrieden. Ich denke, fürs erste Mal kann sich das sehen lassen und wie immer wird es die Wettbewerbsergebnisse, weil das reiche ich definitiv ein, wird es dann in einem gesonderten Video geben. Es sind wieder einige dazugekommen und die drehe ich euch dann beim nächsten Mal mit ab. Ich sage danke fürs Zuschauen und für eure Geduld. Bye bye, eure Katrin.